Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch wissen lassen, dass der Mensch in seinem Leben mit karmischen Zeichen gekennzeichnet ist. Das bedeutet, die Geburtsstunde ist dafür ausschlaggebend, denn der Planet, der über der Geburtsstunde stand, hat dann das Regent eine kosmische Bedeutung im Horoskop des Neugeborenen. So hat jeder Planet, jeder Aspekt eine kosmische Bedeutung im Horoskop. Er ist der Hüter der Schwelle, der über das irdische Leben wacht. Danach gilt es, den Weg in eine höhere geistige Welt frei zu bekommen. Es ist kein Zufall, unter welchem Tierkreiszeichen wir geboren sind. Und das beweist aufs Wesentliche, welche Richtungen wir einschlagen und welche Aufgaben wir bewältigen müssen. Das Tierkreiszeichen verkörpert unseren Geist, dem es gilt, im schöpferischen wie auch im positiven Sinne unser Leben zu leben, es zu meistern und eben zu bewältigen. Nach der klassischen Astrologie gibt es tatsächlich Tierkreiszeichen, die auf ein intensives Karma hinweisen. So wissen wir, dass jedes Sternzeichen mit speziellen und wesentlichen karmischen Aufgaben verknüpft ist. Und diese gilt es zu bewältigen. Zum Beispiel ist der Widder aufgerufen, sich selbst zu verwirklichen. Dagegen muss der Stier sein Leben kennenlernen. Die Zwillinge sollten sich endlich von ihren Vorurteilen befreien und die Krebse sich mit den Menschen verbinden. Löwegeborene sollten ihre Talente entdecken und sie leben. Die Jungfrau muss sich ihres Geistes klar werden und die Waage verlässliche Beziehungen führen. Der Skorpion sollte sich wandeln und der Schütze feste persönliche Standpunkte entwickeln. Der Steinbock muss Verantwortung übernehmen und der Wassermann eine soziale Haltung aufnehmen. Den Fischegeborenen wird geraten, die umfassende Liebe zu erkennen. Dies sind nur einige Merkmale, denen man für die einzelnen Tierkreiszeichen ein besonderes Karma zuschreiben kann. Karma bedeutet, Aufgaben zu lernen, zu bearbeiten, zu erledigen. Im Grunde genommen sind es Aufgaben aus anderen Leben, ja, die in diesem Leben erledigt werden sollten. Das sind Herausforderungen, je nachdem, was und wie der Schwierigkeitsgrad dafür ist. Falls der eine oder andere manchmal vor einer schwierigen Aufgabe steht und sich fragt, warum ich? Warum bin ich in einer solchen Situation? Dann weißt du jetzt, es ist meine Aufgabe, sie ist karmisch und ich muss da durch. Ich muss es schaffen. Also, meistert eure Aufgaben, denn ihr schafft es. Warum? Na, weil euer Engel immer an eurer Seite steht, euch beschützt und eure Arbeit überwacht. Herzlichst, eure Deria.